EM-Renten sind weiter Armutsrenten im Jahr 2022 im Schnitt bei 950 Euro. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe im Internet einen Beitrag gefunden von dem Internetportal Ihre Vorsorge. Wir steigen da gleich mal voll ein. Und die schreiben Folgendes, die sagen, dass die EM-Renten im Jahr 2022 spürbar gestiegen sind und zwar im Schnitt um 33 Euro höhere EM-Rente als diejenigen, die im Jahr 2021 die Rente bezogen haben. Das heißt also, der Herr Thyssen stellt das hier in diesem Beitrag so dar, dass die Rente letzten Endes, die EM-Rente, dann tatsächlich um 33 Euro höher ist, die monatlichen Nettobezüge, meine Damen und Herren. Wir haben im Jahr 2022 rund 164.000 Frauen und Männer, die gesundheitsbedingt vorzeitig in Rente gehen mussten. Das sind übrigens keine Frührentner, das sind Rentner, die eine EM-Rente beantragt haben und auch bewilligt bekommen haben. Und dort sind wohl laut Angaben der Deutschen Rentenversicherung Zahlbeträge für Männlein und Weiblein rund 950 Euro. Und damit waren diese Renten um 33 Euro höher als die Rentenzugänge, die erstmals im Jahr 2021 gezahlt worden sind. Meine Damen und Herren, dann sagt uns dieser Herr Thyssen auch noch, dass der Grund für diesen sogenannten starken Anstieg, ja, also ich halte das für ein bisschen gewagt, da zu sagen, starken Anstieg, nach DAV-Angaben neben einer Gesetzesänderung durch die Rentenreform von 2018, Anstieg der Beitragszeiten, vor allen Dingen bei westdeutschen Frauen, auch noch die ganze Geschichte mit der Neubewertung der Zurechnungszeiten für Rentenbeginn 2019, eine Rolle spielt. Das will ich mal nicht außer Frage stellen, dass das eine Rolle spielt, aber ich möchte Folgendes sagen, weder die Deutsche Rentenversicherung noch das Internetportal Vorsorge sollte hier einfach das so darstellen, dass man sich hier feiern könnte und das alles ganz toll wäre. Sicherlich gibt es einen Aufwärtstrend im Zahlbetrag der Renten, aber meine Damen und Herren, wenn Sie sich das mal anschauen, was die Realität da eigentlich bedeutet. Ich habe da noch eine andere Geschichte mal aufgemacht. Dann sieht das ja alles ganz, ganz anders aus. Wenn wir einen monatlichen Zahlbetrag von 950 Euro bei einer EM-Rente beginnend ab 2022 haben, dann heißt das ja, dass nur diese Kohorte, also diese 164.000 Leute, eine um 33 Euro im Schnitt höhere Rente haben. Aber was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass diese Leute im Schnitt arm sind. Ja, meine Damen und Herren, das sagt uns der Herr Thyssen auf Ihre Vorsorge nämlich nicht. Die Leute sind im Schnitt arm. Das heißt also, bei 950 Euro Bruttorente müssen diese Leute, ich sage das nicht abwertend, müssen die Betroffenen zum Grundsicherungsamt rennen und müssen sich Grundsicherung ergänzen tun. Das sind dann sogenannte Aufstocker. Ja, denn der Regelsatz in der Regelbedarfsstufe 1 für ein Single beträgt aktuell 2023 502 Euro Bürgergeld und die Wohnkosten im Schnitt für ein Single betragen in Deutschland, werden übernommen, sagen wir mal, in der Angemessenheit im Schnitt bei 510 Euro für eine Wohnung für einen Single. Das heißt also, ich komme in Summe auf 1.012 Euro, die ich sozusagen über die Grundsicherung hier bekomme, wenn ich Grundsicherung im Alter oder bei Bezug einer EM-Rente bekomme, die unterhalb dieser Sätze liegt. Meine Damen und Herren, da können wir uns doch nicht hinstellen und feiern und sagen, ja, jetzt bekommen wir eine höhere Rente, die 33 Euro höher ist als im Vergleich zu den Rentenzugängen für das Jahr 2021. Die waren ja dann noch an, ich würde das Wort nicht sagen, gearschter, ja, sondern für die war das ja vielleicht noch viel, viel schlimmer. Also im Ergebnis ist es tatsächlich so, dass Rentnerinnen und Rentner, die eine EM-Rente im Jahr 2022 bekommen haben, armutsgefährdet sind, viele von denen, aber auch letzten Endes tatsächlich dann auch arm sind und zum Grundsicherungsamt gehen müssen, nebenbei vielleicht auch noch während der EM-Rente arbeiten müssen, um was dazu zu verdienen. Und jetzt schauen Sie sich das bitte mal an hier. Ja, ich habe mir also mal die Statistiken in Österreich angeguckt. Das war gar nicht so einfach, das zu finden.
Und im Jahr 2022 lag der Durchschnittsbetrag bei der Invaliditäts- und Erwerbsunfähigkeitspension bei 1.312 Euro. Ja, 1.312 Euro in Österreich, Männlein und Weiblein, bei einer Erwerbsunfähigkeitsrente. Ich sage das jetzt mal so ganz platt. In Österreich heißt es ja Pension. Und in Deutschland sind es im Schnitt für die Rentenzugänge 2022 950 Euro. Ein absolut deutlicher Unterschied von fast 400 Euro. Meine Damen und Herren, wir können hier ganz lange reden. Wir brauchen auch hier in Deutschland letzten Endes eine ganz klare Reform des Erwerbsminderungsrentenrechts. Und das bedeutet, dass dieser unsägliche Abschlag von 10,8% bei EM-Renten aufgegeben werden muss. Das muss aufhören. Die Leute werden wer eine EM-Rente in Deutschland bekommt nach 2001, wird dafür bestraft, dass er krank ist, eine Rente in Anspruch nehmen muss, das will er gar nicht, ja, und muss auch noch 10,8% Abschlag dafür schlucken. Das ist schlicht und ergreifend ein Skandal. Das muss aufhören. Und deshalb sage ich, Abschlag 10,8% bei EM-Renten sofort abschaffen, auch wenn es viel Geld kostet, spielt keine Rolle. Denn wir haben ja in Deutschland nur ein kleines Problem, das vergessen alle hier oder vergessen viele. Wir verlagern einfach das Armutsproblem in Richtung Grundsicherung. Ja? Das heißt also, Menschen, die wenig Geld haben, schicken wir in die Grundsicherung. Das heißt also, rein aus die Töppe, rin in die Töppe. Ja, also so sieht das aus. Ich kriege ein bisschen Rentenkohle, muss dafür dann noch zur Grundsicherung gehen. Was ist das für eine Logik? Dann bräuchten wir doch die Grundsicherung gar nicht, wenn wir unseren Bürgerinnen und Bürgern entsprechend gute Renten zahlen würden, auch bei Krankheit oder Invalidität oder Behinderung. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch derselben Meinung sind, dass deutsche EM-Renten im Schnitt Armutsrenten sind, dann einfach Daumen hoch. Diskutieren Sie einfach auf unserem Portal rentenbescheid24.de mit. Ich würde mich freuen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.